Versuch Nummer 2 hier in Transsilvanien. Ja, wir begeben uns mal da runter und ja, werden das so abgrasen da ein bisschen in der Graslandprärie. Schauen, was uns erwartet. Ja, Erwartungen sind jetzt nicht so hoch eigentlich. Ich habe jetzt ein bisschen mit dieser Karte abgeschlossen. Innerlich, also da muss mich jetzt was überzeugen. Kann natürlich Bot nicht gut gewesen sein. Lass mal jetzt vieles einreden. Hätten vielleicht auch sagen können, beim Hochwald, im Auwald gehen, man eigentlich bei den Tieren, wo sie so ungefähr liegen. Flohen? Ah. Mehrere Hochwald zum Beispiel. Rot hier. Auwald und Hochland. Grasland und Auwald zum Beispiel. Okay. Das Grasland hier. Gut. Das heißt, vielleicht geben wir noch eine Chance dann und versuchen es dann im Hochwald. Ich hoffe aber auf Knicki-Knacki. Bin ich ehrlich, ohne Knicki-Knacki wird es auch sonst auch in der nächsten Folge nichts. Dann wo muss was sein. Das kann nicht sein, dass dann nichts, absolut nichts ist. Nichts zu sehen hier. Sind halt unten nicht das Wasser? Wo beim Wasser noch was stehen? Loslaufen möchte ich jetzt nicht. Aber es gibt hier keinen Ton, gar nichts hier. Also wirklich Funkstille. Finden keine Bedürfnisgebiete. Ein Knickknack. Karte ist kaputt. Knick. Es hat Knick gemacht. 320 Meter Reh. Wann sehe ich sie sogar? Punkt nur markieren. Wird halt jetzt schwer zu bejagen. Sehe ich jetzt schon. Der dicht. Ein riesenguter Einstieg, finde ich. Die wollten wir eigentlich hauptsächlich hier gehen, weil im Hochwald oder Mufflon und Rothirsche jagen gehen. Dammhirsche haben wir schon in der ersten Folge gesehen. Wildschwein haben wir jetzt gesehen. Jetzt wird eigentlich wirklich nochmal der Reh. Das Reh.
So. Da müssen wir jetzt analysieren. Den nehmen wir weiter. Zweite Reh auf jeden Fall. Kinder. Den Bock wenn wir jetzt ausstechen. Gut, vorne. Ich glaube, den habe ich zu weit vorne erwischt. Wieder keine Markierung gemacht übrigens. Läuft bei uns. Aber Leber ist getroffen. Ah, Leber. Lunge ist getroffen. Unter Holz hier. Ja, sehr weit vorne, also gestriffen. Lungenflügel, also in linken gar nicht, in rechten, weil es schief gestanden ist. Also war schon knapp hier, das noch so zu bekommen. Aber Abschuss früher als erwartet. Nein, Gott sei Dank Abschuss. Ich hoffe, es geht so weiter jetzt. Schauen wir mal, ob uns was hinter der Dings erwartet. Bei dem Hügel. Auf jeden Fall das Fragezeichen. Gehen wir halt einmal hin. Ein Bildwechsel. Ja, also ich weiß nicht. Wir werden Hochwald probieren. Noch eine Folge dann auf jeden Fall, aber enttäuschend trotzdem bislang. Bin enttäuscht. Ich wollte unbedingt Transsilvanien eben wegen dessen heimischen Tieren, Reh, Schwarzwild, Rotwild, Dammhirsch.
Aber es soll nicht sein. Auch hier Schwelten hat mich immer in Call of the Wild enttäuscht. Während andere Erfolge gefeiert haben, wurde ich dort nie wirklich belohnt. War mal eine schöne Aussicht, aber dann, also... Wenn wir hier nicht spotten, weiß ich auch nicht. Zahn ist dort vorne irgendwo. So, da ist er, aber... Ob ich irgendwo was im Hintergrund... kenne. Aber nicht wirklich. Gibt's nicht. Gar nichts. Ich glaube, wir machen einen Abbruch. Ich möchte eigentlich keine neue Folge geben, deswegen. Bringen. Hier Hochwald haben wir da unten. Da sind wir in einem Gebiet, wo wir eigentlich nicht sein sollten. Genau, hier brauchen wir eine Jagd. Dann rennen wir dorthin. Über die Grenze. Und hier darf ich nicht jagen. Die Grenze ist am Berg oben. Wir haben hier halt leider kein anderes Dings. Ich könnte auch hier dann... Ein bisschen näher. Schauen wir mal. Wir rennen dort mal hin, weil wir brauchen jetzt eh nichts. Schauen, ob was knickst und knackst. Da sind noch der Mufflon schon. Ja, natürlich geil, lass mal Mufflon mal. So. Hat das schon geknackst? Ich habe bewusst nicht hin, was es ist.
Rothirsch und Braunbär. Also, hier knackst schon mehr. Gleich sind wir über der Grenze und dann beginnt für uns die richtige Jagd. Sobald halt oben das wegfällt. Kann sich ja ganz anders sein Gebirge jetzt das trennt. Eieiei. Ich sag's euch. Macht mich fertig. Aber es macht Spaß. Das ist wichtig. Aufs Handy geschaut, war fast wieder in so einen Baggefelsen geraten. Ja, da haben wir einen Aufstieg gefunden. Gleich geht's los. Wir werden dann auch noch ein Stückchen weiter sprinten, dann den Berg rauf und sobald wir oben angelangt sind, was wir anscheinend doch nie werden. Na, dann Silvane mag ich nicht. Ich sehe das schon kommen. Darf ich hier jetzt dann auch rüber über den Berg oder? So. Lasset die Spiele beginnen. Ja, heute wieder ein bisschen länger. Die letzten Hälfte Hunter Folgen auch schon eigentlich. Aber wir müssen da ein bisschen was tun. Damit wir ein bisschen vorankommen. Da habe ich mich verdückt. Bin kurz rausgetappt, nämlich aus dem Spiel. Ein herzliches Willkommen hier. Anschauen wollte, das schon hochgeladen habe, um euch das zu verraten, aber habe noch nicht hochgeladen, deswegen erfahrt ihr es auch nicht. Gut, jetzt kann es Knixi Knaxi machen. Im Haxi. Aber nicht in unserem. Wenn nicht, freut sich Aurora Shores wieder.
das auch gehört, oder? Auf jeden Fall am Brummen. Von einem Bären oder einem Dachs. War auf jeden Fall kein gewöhnliches. War nicht mein Magen. Das kann ich euch sagen. Muss was anderes gewesen sein, oder? Irgendwo mal auf dem Nemophlone vor uns. Heute, dass wir auch diese Begegnung haben. Also begegnet sind wir uns ja noch. Und auch noch sehr ruhig. Es war nur ein Knacksen. Da hinten stehen. Wäre auch schon der perfekte. Ausgewachsen, 2 Sterne. Mal 2 hintereinander. Jungtier weiblich. Dachs, ja, habe ich mal gedacht, männlich. Anneki. Größere. Wovon liegt? War ich im Schoß gefallen? Bei dem weitergehen. Berg, aber. Hab den Erwachsenenstufe 2 genommen. Der erste war nämlich stärker, auf jeden Fall von der Trophäe her. Deswegen den habe ich da stehen gelassen. Dann nehme ich doch den mittleren raus einmal. Fall of the Wild Prinzip. Kann ich die doch jetzt auch nicht. War ja halt. Gut, weiter geht's. Den Dachs, den lassen wir. Wird das Kleinvieh jetzt momentan nicht. In Afrika können wir auch das Kleinvieh dann bejagen. Kannst ja hier eh eigentlich nur 2 Waffen mitnehmen. Das ist natürlich. Ja, ganz okay. Allerdings kann man dann nur auf bestimmte Tiere eben so jagen, oder du hast halt einen hohen Verlust. Brauchen wir 300 Meter. Unser Ziel, unser nächstes. Weiblich. Egal ob Weibchen oder Männchen, Braunbär wird jetzt erlegt. Müssen möchte ich nochmal sehen. Merken. War noch immer ziemlich laut ist das. Tone sind noch laut. Wo ist er? Nicht, dass er auf einmal vor uns steht.
Könnte auch sein, dass er natürlich noch hinter dem Hügel ist. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Fix hinter dem Hügel. 80 Meter, aber er ist schon fast oben. Könnte er den Hügel überqueren? Wäre natürlich super, wenn er hier uns jetzt entgegenkommen würde. Der Wind geht sehr, sehr unpassend. Werde ich mich danach rechts verzischen? Bisschen verloren jetzt leider. Weiß jetzt nicht, wie der Weg richtig wäre, gehen sollten. 65 wird dort gewesen. Na gut, 165 ist immer dort, also. Eieiei, ich hätte schon ja den Bären. Mindestens 10 einmal. Schwarzbär haben wir uns selber noch nicht belohnt. Zweimal verkackt ordentlich. Der nächste Bär, der muss. Also da werde ich nicht drum herum tun, nichts riskieren, nichts probieren. Sagt heute eine längere Folge, eine extra large. Bis 80 Meter nochmal. Der Baum ist 60 Meter weit weg. Er ist alarmiert. Er hat eine Kackposition einfach. Das tun wir. Das tun wir. Langsam rannähern. Gut, wir wissen, er ist da. Stellen wir das Gewehr gleich ein. 50 Meter, Zoom ist draußen. Ich weiß auch gar nicht, ob die aggressiv sind. Ich habe keinen Plan, ob die attackieren. Aber wenn, jetzt fort. Ganz, ganz ruhig. Nochmal noch tief ein- und ausatmen bei mir. Bisschen nervös. Erste Braunbär. Ich glaube, ich brauche noch einen Schluck. So. Bereit für diesen Bären. Andere Sitzhaltung eingenommen. Oberkörper nach vor. Das sind zwei. Gleich die Ruhe bewahren. Und ich wusste, der ist perfekt, der andere wäre ein Risiko gewesen. Hätte mich angegriffen, hätte ich auch noch geschossen, deswegen war ich noch auf ihm drauf. Da ist er. Geil, geil, wie sie da gestanden sind. Geiles Feeling. Bumm, aber doch knapp. Doch knapp. Mein. Ja, er hätte ins Rückgrat gehen können. Habe ich jetzt. Ich habe das Männchen. Ich habe das Männchen. Wären
verschwendet, ja. Halt. Das habe ich jetzt halt. Sehr schön. Da unten rennt. Die könnte man ja auch noch kriegen. Noch läuft es. Läuft es. Ich sehe das nicht mehr. Steht da unten irgendwo. Versuch, auch den zweiten Bären zu kriegen. Wenn wir uns anschauen, tun wir ihn. Beobachten. Hat er eine Wertung, ein Weibchen? Wir wissen es nicht. Beim Männchen haben wir sie verschwendet. Wahrscheinlich, weil zu viel kaputt war. Sind aber ganz schön nah rangekommen dann noch so. Könnten wir auch mitnehmen. Ich glaube, der Bär ist weg, der ist gar nicht mehr da unten. Ja, scheint wirklich weg zu sein. Jungtier. Jungtier. Und dann alle jung. Lass mal stehen. Danke fürs Zuschauen in dieser Folge. Bis dann. Haut rein. Ciao, Baba.